Märchen vom Weg des Adepten und des Deppen. Es war einmal in einem kleinen Dorf am Rande des magischen Waldes ein Adept namens Arvid, der fest entschlossen war, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Arvid war bekannt für seine tiefsinnigen Meditationen, seine ständigen Fragen an die Sterne und seine unermüdliche Suche nach Weisheit. Doch im selben Dorf lebte auch ein Mann namens Dorian, der auf seine ganz eigene Weise durch das Leben schritt. Er folgte keinem spirituellen Pfad, sondern dem berühmten Weg des Deppen. Und so begann das ungleiche Märchen von Arvid und Dorian. Eines Tages beschloss Arvid, tief in den Wald zu gehen, um dort das legendäre Spiegelbild des wahren Selbst zu finden. Einen magischen See, der dem Betrachter seine tiefsten Geheimnisse offenbaren konnte. Mit schwerem Rucksack, gefüllt mit Büchern und Kristallen, machte sich Arvid auf den Weg, bereit, sich seinen inneren Dämonen zu stellen. Unterwegs traf er Dorian, der entspannt auf einem Baumstumpf saß und Himbeeren naschte. »Wohin des Weges, Arvid?« fragte Dorian, während er sich eine weitere Handvoll Beeren in den Mund schob. »Ich suche die Wahrheit über mich selbst«, antwortete Arvid. »Den magischen See, der mir mein wahres Selbst zeigt.« Dorian zuckte mit den Schultern. »Wozu sich die Mühe machen?« Also wenn du mich fragst, ist es doch viel einfacher, so zu bleiben, wie du bist. Die Wahrheit ist sowieso überbewertet. Arvid runzelte die Stirn, aber Dorian grinste nur und genoss die Sonne auf seinem Gesicht. Arvid zog weiter. Und als er endlich den See fand, erkannte er sich als ein Wesen voller Möglichkeiten und Fehler. Er kehrte gestärkt zurück, aber tief in seinem Herzen fragte er sich, ob Dorian nicht doch recht hatte. Denn während Arvid Erkenntnis erlangt hatte, war Dorian einfach zufrieden. Und manchmal dachte Arvid, ist das vielleicht schon Glück? Eines Morgens hörte Arvid von einer alten Eiche, die angeblich das Bewusstsein erweitern konnte, wenn man eine Nacht unter ihren Ästen meditierte. Also packte er seine Sachen, diesmal mit einer Strohmatte, und machte sich auf zu einem erneuten Abenteuer auf seinem Weg. Unterwegs begegnete er wieder Dorian, der auf einer Schaukel aus alten Autoreifen saß und mit einem Stock im Sand malte. »Wohin des Weges, Arvid?« rief Dorian. »Ich werde mein Bewusstsein erweitern«, erklärte Arvid und deutete auf die Eiche in der Ferne. »Ach, mein Bewusstsein ist schon breit genug«, sagte Dorian und schwang sich höher. »Außerdem, wer braucht schon mehr Bewusstsein? Ich bin mit dem, was ich habe, bestens versorgt.« Arvid schüttelte den Kopf und setzte seinen Weg fort. Unter der Eiche meditierte er die ganze Nacht hindurch und sah die Sterne am Himmel und all seine unendlichen Möglichkeiten. Doch am Morgen, als er zurückkehrte, traf er Dorian, der immer noch schaukelte mit einem breiten Lächeln im Gesicht. »Erweitertes Bewusstsein?«, fragte Dorian. »Hört sich anstrengend an. Schau mal, ich habe einfach die Schaukel genommen. Viel Spaß und das Bewusstsein schwingt auch mit.« Arvid hörte nun von einem legendären Berg, auf dessen Gipfel ein weiser Einsiedler lebte, der einem die Geheimnisse der Transformation verraten konnte. Er packte seinen Proviant und seine Träume ein und begann den steilen Aufstieg. Und, wie das Schicksal es wollte, begegnete er wieder Dorian, der gerade eine Rast an einem plätschernden Bach machte. »Schon wieder unterwegs, Arvid?«, fragte Dorian, während er mit den Füßen im Wasser planschte. »Ja, diesmal will ich mich transformieren. Ich werde meine alten Gewohnheiten und Gedankenmuster überwinden«, sagte Arvid entschlossen. Dorian lachte. »Warum sich transformieren, wenn man auch einfach so leben kann? Veränderungen sind anstrengend. Und ich mag meine alten Gewohnheiten.
Sie sind wie bequeme Hausschuhe, weißt du? Warum neue kaufen, wenn die alten noch warm sind? Arvid seufzte, aber er kletterte weiter bergauf. Und auf dem Gipfel fand er den Einsiedler, der ihm sagte, dass wahre Transformation von innen kommt. Arvid verstand, kehrte zurück und fühlte sich wie ein neuer Mensch. Doch als er Dorian wieder traf, sah er ihn glücklich und unverändert am Wasser sitzen. »Siehst du, Arvid«, sagte Dorian, »du gehst auf Berge und ich bleibe am Bach. Beide haben wir unsere Ruhe, jeder auf seine Weise.« So lebten Arvid und Dorian weiter, jeder auf seine eigene Weise. Arvid strebte nach Höherem, suchte Antworten und lernte. Dorian hingegen genoss die einfachen Dinge des Lebens, fand Freude im Augenblick und blieb, wie er war. Manchmal trafen sie sich auf dem Dorfplatz und tauschten Geschichten aus, der Adept und der Depp, jeder fest auf seinem eigenen Pfad. Doch die Wahrheit zeigte sich erst, als die Jahre ins Land zogen. Während Arvid im Alter weise und ruhig wurde, seine Erlebnisse und Erkenntnisse mit den jüngeren Generationen teilte, zeigte sich Dorians Pfad von einer anderen Seite. Die Leichtigkeit, mit der er das Leben genommen hatte, kehrte sich um. Die Menschen um ihn herum entwickelten sich weiter, fanden ihre Wege, während Dorian sich plötzlich als Außenseiter sah. Seine früheren Freunde waren in ihrem Leben weitergegangen, während er immer noch auf seiner Schaukel saß. Eines Abends, als die Sonne hinter den Hügeln versank und der Wind kühl über das Dorf wehte, setzte sich Arvid zu Dorian, der einsam am Rand des Dorfplatzes saß. Dorian blickte mit müden Augen auf seine Schaukel, die nun im Wind schaukelte, ohne dass jemand darauf saß. »Warum bist du hier, Arvid?«, fragte Dorian leise. »Hast du nicht genug zu tun mit deinen Schriften und Meditationen?« Arvid lächelte sanft. »Ich habe dich vermisst, alter Freund. Erinnerst du dich, wie wir früher stundenlang geredet haben?« Dorian seufzte. »Ja, aber du hattest immer ein Ziel, Arvid. Du wolltest immer mehr. Ich dachte, es reicht, einfach zu leben. Aber jetzt fühle ich mich, als hätte ich etwas verpasst.« Arvid legte eine Hand auf Dorians Schulter. »Jeder Weg hat seinen Preis, Dorian. Ich habe viel gesucht und du hast viel gelebt. Aber wir beide haben auch Dinge verpasst, die der andere hatte. Es ist nie zu spät, etwas Neues zu beginnen.« Dorian schaute auf. »Aber ich bin doch schon so alt. Was soll ich jetzt noch anfangen?« Arvid sah ihn mit seinen weisen Augen an und sagte, »Weißt du, was ich auf meinem Weg gelernt habe? Dass es nicht darum geht, wo du beginnst, sondern dass du beginnst. Veränderung ist der Wind, der uns weiterträgt. Vielleicht ist es Zeit, dass du dir die Fragen stellst, die du immer vermieden hast. Und wenn du willst, kann ich dir dabei helfen.« Dorian nickte und zum ersten Mal seit langem fühlte er sich nicht mehr allein. Die beiden alten Freunde saßen noch lange zusammen, bis die Sterne am Himmel funkelten und Dorian verstand, dass der Weg des Adepten und des Deppen letztlich beide zu einem himmlischen Ort führen kann, der mit Weisheit und Liebe gefüllt ist. Und so begannen sie gemeinsam einen neuen Weg, auf dem nicht die Fehler der Vergangenheit, sondern die Möglichkeiten der Zukunft zählten.